Hallo und herzlich willkommen. Winterlager auf dem See. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden? Für ständige Verfügbarkeit bin ich in der kalten Jahreszeit mit diesem Wetter konfrontiert. Das Boot ist kalt und an den kalten Flächen bildet sich Reif oder innen Kondensat. Kondenswasser tropfte auf die Polster, trocknete schlecht aus und wurde zu solchen schwarzen Flecken. Ich hatte natürlich keine Lust auf mehr davon. Was mich erlöst hat von diesem Übel, ist dieser Lüfter hier. Angeschlossen habe ich den an einer Solarzelle, 20 Watt. Motor und Solarzelle, Plus an Plus und Minus an Minus. Sehr einfach, denn ich mag die Schlichtheit einer Lösung. Ich bewirke, dass ich die Luft im Boot in Bewegung halte. Durch die bewegte Luft sehe ich praktisch kein Kondensat mehr im Boot. 20 Watt Peak brauche ich für die tiefstehende Sonne im Winter und das trübe Wetter. Leerlaufspannung kommt, die Zelle liefert. Erleichtert sich eine Möwe über meinem Panel, dann schaltet sie mir einen Strang weg. Dann bleibt mir noch halbe Leistung. Haben sie bis jetzt aber nicht getan, ist ihnen ungemütlich dort. Was ich sagen kann, 10 Watt genügen nicht. Das habe ich ausprobiert. Was mich total begeistern würde, wenn du in die Kommentare schreibst, wie du eine kleine Sorge losgeworden bist. Bis zum nächsten Mal.